Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Dark Souls mit mir, Levitan 2. Auch heute ist wieder mit dabei die Mrs. Zockerengel. Hallo. Gut, letztes Mal haben wir von Ornstein und Smurf den Hintern versohlt gekriegt. Mit einem Hammer und einer Lanze. Also du, das nicht gibt, ich. Das gibt mir jetzt irgendwie das Bild im Kopf, dass mir mit deinem Hammer eine Lanze in den Arsch geknallt wird, aber ich möchte nicht weiter darüber nachdenken. Ich möchte gar nicht überhaupt daran denken. Okay, ja. Wir starten den nächsten Versuch. Ich bin gespannt. Und wenn ich nur einen Down kriege, dann habe ich... Oh, ja, das war dumm, jetzt schon abzuspringen. Egal. Wenn ich nur einen davon down kriege, dann habe ich reelle Chancen gegen den anderen. Und das Ding ist, du kriegst hier die Seelen, je nachdem von wem du besiegt hast. Also du kriegst entweder die Seele des Drachenritters Ornstein, wenn du Ornstein als letztes besiegst, oder die von Smurf, wenn du Smurf als letztes besiegst. Okay. Das ist jetzt bei den späteren Bossen normal, dass das passiert. Also nichts Spezielles. Was jetzt hier noch speziell ist, du kriegst auch die Rüstungen von dem, den du... Ich glaube, es war die Rüstung von dem, den du zuletzt besiegst. Also heißt das, wenn ich den Ornstein zuletzt besiege, dann kriege ich seine Löwenrüstung. Und wenn ich den Smurf zuletzt besiege, dann kriege ich seine Fettsackrüstung. Die dir wahrscheinlich eh nicht passt. Ja, ich sage jetzt mal... Da braucht man unglaublich viel Kraft, um die zu tragen. Mhm. Kraft, die ich noch nicht habe. Die Ornsteinrüstung wäre aber eine relativ leichte Rüstung. Vor allem später im Spiel, wenn man da mehr tragen kann, ist es gut möglich, dass ich die relativ geschwind, also mit der relativ geschwind unterwegs bin und trotzdem noch viel Schutz von ihr erwarten kann. Jetzt ist das Problem... Wie gesagt, glaube ich schon im letzten Part, Smurf, nachdem Ornstein besiegt ist, ist relativ einfach. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Oh, das war nett. Ornstein hat sich schon zu mir gebeamt. Wow. Einem ausgewichen, dem anderen in den Speer gelaufen. Jetzt haben sie mich in der Ecke. Das ist nicht wirklich gut. Nein, nein. Nein, schlimmer kann es kaum werden. Keine Ausdauer mehr, um zu blocken. Lass mich in Ruhe. Oh, ich glaube, du bist tot. Ich bin tot. So minimal. Wenn es so anfängt, dann weißt du, dass es... Oh Gott, hat jetzt Morph jetzt gerade eine Arschbombe auf mich gemacht? Wenn es so anfängt, dann weißt du, dass du den Zug in den Eimer werfen kannst. Und ich weiß jetzt, dass ich mit der Rüstung so nicht weiterkomme. Also brauchen wir etwas, das uns... Der Gargoyle-Helm sieht cool aus. Ja, der schützt uns vor Blitze, vor Blitzen. Das kann sehr gut passen gegen den Ornstein. Und dann nehmen wir noch die Purpur-Sachen. Dann sollten wir wieder relativ leicht sein. Du siehst jetzt witzig aus. Ja, witzig aussehen ist okay, solange ich dafür überlebe. Jetzt haben wir 31 von 60. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen leichter werden. Jetzt haben wir immer noch einen Dragott. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel das Schwert oder die Hellebarde wechseln. Gegen etwas Leichteres. Eine Peitsche. Oh ja, mein ich könnte Gott. Den Drachenzahn nehmen. Ja, für die Sadisten unter den Masochisten. Die können da das Spiel mit Peitsche durchspielen. Bringt aber nicht viel. Nee, was ich jetzt gerne noch... Ja, nehmen wir das Blitzeato. Damit sollte ich jetzt um... Ja, noch nicht wirklich leicht, aber doch schon um einiges leichter sein. Und dann schauen wir mal, ob es so besser funktioniert. Ich kann jetzt so sicher schneller rennen und besser ausweichen. Ich weiß aber nicht, ob mir das viel helfen wird bei den beiden. Weil ich habe jetzt meine Verteidigung stark gesenkt. Könnte auch negativ sein. Ja, das kommt jetzt drauf an. Ich habe bei denen jetzt viel geblockt bisher. Aber das Blocken hat sich als nicht sehr effektiv herausgestellt.
Was ich irgendwie verstehen kann, wenn du gegen zwei Gegner gleichzeitig gehst, wirst du nicht mehr viel Zeit haben, dich vom Blocken zu erholen. Nee, nicht wirklich. Musst du eher ausweichen wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, hatten wir ja vorhin genau das Problem, als ich dem Smurf ausgewichen bin, als er mit seinem Hammer runtergedonnert ist. Bist du in den Ding reingelaufen, genau, in den Schwerter? Hab mir der andere genau natürlich den Speer in den Weg gestellt. Hm. Bist in die falsche Richtung ausgewichen. Ja. Dazu mal, zu der Zeit habe ich nur eine Richtung gesehen, in der ich ausweichen kann. Aber gut, mal schauen. Ich kann es ja so machen, dass ich jetzt zuerst probiere. Och, das war jetzt aber ganz fair. Was hast du denn gemacht? Gar nichts. Der andere hat mich irgendwie in der Luft erwischt. Wobei ich in anderen Parts Clown deutlich festgestellt habe, dass ich die Gegner nicht in der Luft erwischen kann. Wenn sie springen. Das ist irgendwie unfair. Ja, das ist Dark Souls. Ja, jetzt hat der mich auch wieder von hinten erwischt. Die letzten Male also konnte ich noch... Ich glaube, wenn es jetzt so mies läuft, dann kannst du jetzt hier nur gegen die Bosse gewinnen. Also, das wäre doch gerecht. Siehst du, der hat mich wieder in der Luft aufgeschlitzt. Ja, du springst so niedrig. Das ist doch ganz einfach. Ich will ja auch nicht hochspringen. Ich will weit springen. Okay, die kommen. Ich gehe hier hinein, dann sind die nicht mehr mein Problem. Dafür sind es die. Ornstein fliegt schon auf mich zu. Während du doch gar nicht da bist, ist er schon auf dem Weg zu dir. Ja. So. Lass dich nicht in die Ecke treiben, sonst... Ich versuch's, aber... Sie sind der Meinung, dass ich dort besser aufgehoben bin. Boah, dachte ich mir. Achtung. Ja, ich konnte noch genug heilen, um... Ja, genau drunter zu kommen. Die haben mich wieder in die Ecke gedrängt. Arschbombe! Na ganz toll! Die machen mich sowas von kalt. Na lecker! Aber es hat wenigstens riesige Brüste, auch wenn es keine Frau ist, aber... Ich glaube, ich gehe wieder auf Block. Ich glaub's auch. Hat das Schwarzeisen? Schwarzeisen, das passt. Dann gehe ich hier wieder auf den... Keine Ahnung, was... Wie viel Gewicht habe ich jetzt? Oh, ja, viel mehr Gewicht kann ich auch nicht zulassen. Atemschild und die Hellebarde. Sonst hätte ich jetzt einfach das schwarze Eisenschild genommen. Das hat noch einen besseren Block und alles, aber das ist dann zu schwer. Ich bin jetzt genau auf dem Maximum meiner Belastung. Mehr als das hier kann ich nicht tragen, ohne negative Konsequenzen zu spüren zu bekommen. Jetzt stellt sich aber hier noch die Frage, brauche ich das Rittergroßschwert, Gegenstand ablegen? Dann ich bin eindeutig für eine Peitsche. Ich nicht. Dann kann das wäre sicher witzig. Ja, ich bräuchte 10 mehr und habe jetzt 8. Also wenn ich noch etwas ablegen könnte, das 2 schwer ist, könnte ich einen besseren Schild nehmen. Und könnte ich noch... 12 ablegen, könnte ich den besten Schild nehmen, den ich momentan habe. Wird aber schwer zu handeln wahrscheinlich. Ziemlich schwer, ja. Nichts ist unmöglich. Also doch die Peitsche. Ich könnte auch den Dämonenspeer oder den Blitzspeer nehmen. Die sind noch ein bisschen schneller. Das Problem ist aber, das Blitzelement, das die beiden haben, sind gegen die beiden Gegner nicht so wirklich das Wahre. Dachte ich mir. Und sie haben eine kürzere Reichweite als die Hellebarde. Das ist dann wieder doof. Jetzt habe ich da die Armbrust reingetan. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte da die krude Hellebarde und wenn ich sowieso nichts anderes reintun kann, dann kann ich auch das schwarze Rittergroßschwert nehmen. Das ist meine mächtigste Waffe. Das Problem ist, sie ist langsam und hat nicht so die grandiose Reichweite. Ich benutze hier so schön die Hellebarde, einfach weil sie so eine unendlich große Reichweite hat. Mhm. Und ich glaube, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe mit der. Okay. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Für das brauche ich... Ja, das könnte funktionieren. Gegenstände anschauen. Ne, warte, das wäre falsch. Hier. Ab...
So, ich hab Grauerbockendrachen. Ja, gut. Na, verdammt. Ich könnte jetzt versuchen, die Waffe hier, also die Hellebarde, aufzuleveln. Und stärker zu machen. Könnte ich auch mit der Rüstung machen. Nur, ich möchte die Rüstung eigentlich so schnell wie möglich wieder loswerden. Das ist dann doof. Deshalb möchte ich eigentlich die nicht aufleveln. Und die Hellebarde, ich glaube nicht, dass die mir so viel bringen wird, wenn ich die auflevele, wenn ich sowieso nicht zum Schlagen komme. Irgendwie musst du ja mal zum Schlagen kommen, sonst wird das ein endloser Kampf. Ja, ich weiß. Aber die verdreschen mich immer in der Gruppe. Das sind voll die Mobber. Voll die Schulschläger. Weißt du, wie krass das gewesen wäre, wenn du an der Schule Schläger gehabt hättest, die den Spitznamen Drachentöter und Henker gehabt hätten? So Schulschläger mit dem Titel Henker. Ich hätte wenigstens Angst gehabt, in die Schule zu gehen. Der Drachentöter wäre wenigstens doch interessant gewesen, wenn er wirklich einen Drachen gesehen hätte. Aber naja, das ist ja in der heutigen Zeit etwas unmöglich. Ich glaube, das war auch schon in der Vergangenheit sehr schwer. Wahrscheinlich. Oh, da haben sie mich genau wieder erwischt, die verdammten Teamspieler. Na gut, dann wie wir jetzt wissen, wenn du erwischt wirst, dann bist du gleich tot. Ich glaube, da hat mich der eine hat mich getroffen und mich genau wieder in den Speer des anderen geschleudert, so wie sie es am liebsten machen. Wahrscheinlich. So. Jetzt wurdest du nicht getroffen, oder? Nein, jetzt wurde ich nicht getroffen. Juhu. Mein Glück. Jetzt auch nicht. Und jetzt muss ich nur noch rennen. Dann nehmt die Füße in die Hand und rennen. Durch Nebel schreiten. Ich versuch's diesmal mit der rechten Seite. Ornstein scheint nicht auf mich zuzufliegen, das ist schon mal gut. Jetzt macht das. Wow, Ornstein hat schon die Säule auseinandergenommen. Das ist schon hallo. Mal nicht gut. Der will nicht dich auseinandernehmen, der braucht bloß einen Grund, um die Bude auseinanderzunehmen wahrscheinlich. Eigentlich ist der fiese von beiden der Smorph. Ich finde beide gleich fies. Nee, der Ornstein ist eigentlich ein Ritter, der einfach hier sein Königreich verteidigt, während der Smorph eher der Fiese ist. Wie gesagt, das kannst du aus dem Kampf der beiden herauslesen. Ah, okay. Aber noch nicht in dem Stadion. Aber die Kombination aus beiden ist nun mal sehr fies. Ja, die Kombination, die ist übermäßig fies. Und eben, du kannst es jetzt noch nicht herauslesen, weil ich noch nie so weit gekommen bin. Mhm. Um das effektiv zu beurteilen. Das Problem ist, man muss einen der beiden töten, um zu erfahren, was für ein Verhältnis sie zueinander haben. Und das versuche ich jetzt. Also das mit dem Töten. Beim Versuch wird's bleiben. Da mir der Ornstein. Ja, genau, ich wollte. Achtung, Achtung, Achtung! Ja. Achtung, gleich kommt bestimmt eine Arschbombe oder so. Oh, Leben! Rennen, oder so. Ich kann sowieso nicht mehr weg. Ich sehe gar nichts mehr, außer Arsch. Außer Arsch, ja. Kommt hin, ne? Kommt hin. Gott, wie soll ich die beiden noch kaputt machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist auch so ein Punkt, da habe ich beim ersten Durchlauf so verdammt lange gebraucht. Einen Versuch wage ich noch. Der letzte Part war schon ein bisschen kürzer, also mache ich diesmal ein bisschen längeren. Ja, wie mache ich die beiden am besten? Viele Gegner hier in dem Spiel haben eben Tricks, wie du dir den Kampf einfacher machen kannst. Hm. Bloß dazu. Nee. Hm. Das Problem ist, man kann hier wahrscheinlich auch nicht rennen oder so, ne? Wie rennen? Ja, rennen. Das, was ich hier die ganze Zeit mache, das ist Rennen. Aber weil es so eine schwere. Trennen. Voneinander trennen. Ach, von trennen eben nicht. Ja. Das Einzige, was du versuchen kannst, ist, dass du den Smurf wirklich so hinter eine Säule lockst, dass er dich mit den ersten paar Schlägen nicht trifft, bis er aus der Säule hervorkommt. Das musst du wahrscheinlich immer mehrmals machen können, weil so schnell kriegst du den wahrscheinlich nicht tot, oder? Richtig. Weil da muss ich ja in der Zwischenzeit muss ich den Ornstein töten. Bloß so schnell wie der die Säulen kaputt macht, steht bald nicht mehr so viel im Raum. Ja gut, sie bleiben auch hinter den zerbrochenen Säulen, kommen sie nicht hervor. Na gut, Physik gibt's nicht in dem Spiel, finde ich gut. Das Problem ist halt einfach,
der Ornstein selbst ist schon ein ziemlich happiger Gegner und du musst immer im Auge behalten, wann das Morph aus seinem Säulengefängnis entkommen ist. Mhm. Was dir ich die ganze Zeit. Also, ich sage jetzt mal so: Der Grund, warum dass ich jetzt wahrscheinlich hier die ganze Zeit verliere, ist, weil ich viel zu vorsichtig bin. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen aggressiver sein. Wäre zumindest ein Versuch wert. Aber da ich sehe, wie viel Schaden ich den beiden mache, habe ich Angst davor, aggressiv zu spielen. Ja klar, aber es wäre zumindest mal eine Möglichkeit, wie sich immer kaputt hauen zu lassen. Dann stellt sich wieder die Frage. Autsch. Ja, das ist nicht die Frage. Ah, jetzt hört's aber auf. Ich hasse die großen Typen. Die sind nervig. Ich trinke noch was und dann gehe ich rein. Kommen die schon? Ja, die kommen schon. Nicht mit mir. So, zack. So, und der Ornstein, der kommt schon. So. Die Große ist auch schon hinter der Tür. Wow. Und da Ecke. Geht's. Die schlagen dich gut in die Ecke rein, ja. Jetzt hatte ich zu wenig Ausdauer, um zu blocken. Ja, das ist das andere Problem, meine Ausdaueranzeige. Die muss, der grüne Balken unten dran, den muss ich natürlich auch immer... Immer im Auge behalten. Oh, siehst du das? Der hat mich gerade mit dem Blitz Elektro geschockt. Ja, ich hab's gerade Wui. Was ist die Schwäche von Blitz? Boden. Ach nee, das war ein Pokémon. Ja, und ich habe keine Bodenwaffen. Geschweige denn, dass es sie in diesem Spiel nicht gibt. Ich muss jetzt irgendwie... Ja. Das Schöne ist, der Ornstein macht bis auf seine Blitzattacken kaum Schaden, kaum Schaden, wenn ich blocke. Das Problem ist halt, dass ich auch noch einen Ornstein, einen Smurf hier habe. Ja, und das kann man als Problem sehen. Also ziemlich sehr großes Problem. Ich würde jetzt eher sagen, dass ein sehr fettes Problem ist, aber... Ich wollte es ja nicht so ausdrücken. Ich wollte es nett ausdrücken. So, okay. Ich mache hier viel zu wenig Schaden mit dem, mit der Waffe. Ja, mit der Hillebarde zumindest. Deshalb versuche ich es jetzt mal mit der, mit dem Großschwert. Das ist stärker und vielleicht hat da der Ornstein ein bisschen eine Schwäche für. Ja, genau. Oh, da habe ich sogar noch geblockt. Yep. Aber gerade so. War eng. So. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder die beiden ein bisschen auseinandergebracht. Heißt aber nur, dass ich den anderen aus dem Blickwinkel verliere. Puh. Ja. Da kommen natürlich das tut doch weh. Das tut absolut weh. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch... Ich glaube, da, zu dem Kampf kann man eben... Zu manchen Kämpfen kannst du NPCs zu Hilfe holen. Okay. Zu diesem hier leider nicht. Na, ganz toll. Hier wäre es mal notwendig. Hier wäre es absolut mal notwendig. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mich für die nächsten Parts für Xbox Live anmelden soll, damit ich mir so Spieler zu Hilfe holen kann. Ach so, es geht. Das kann man machen, aber dazu muss man online gehen. Nee. So. Oh, das macht schon einiges mehr Schaden. Ja. Und wenn ich den Ornstein down habe, dann ist das Morph eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt habe ich das Problem, dass der Smurf mich verfolgt und der Ornstein zurückbleibt. Und der Ornstein steht da hinten dran, na ganz toll. Der Dicke kommt nicht. Also der Dicke kommt und der Dünne bleibt weg. Ah, da ist er. Ja, das Problem ist, der Smurf hat so eine auf mich zurennen-Attacke. Und mit der ist er auch relativ schnell an dem Ort, an dem ich stehe. Was natürlich, sonst wäre es recht einfach, weil ich ihm einfach weglaufen kann rückwärts. Und in der Zeit den Ornstein ein bisschen angreifen, aber wenn der dann auf mich zurennt, dann habe ich Probleme. Oh, ein ganz kleines. Nur ein mini-mini-mitzchen. Ach du Gott. Erkennt man irgendwie vorher, dass der irgendwie auf dich zurennt oder... Ja, nicht hört vorher. Hört man das genug. Oder... der Boden erbebt. Aber es langt wahrscheinlich nicht von der Zeit, dass du noch rausweichen kannst, oder? Nein, das Problem, das ich jetzt sehe, ist, dass ich den Ornstein nicht angreifen kann, bevor der Smurf bei mir steht.
Oh. Ah, verdammt, jetzt bin ich eine Säule zu weit nach hinten gelaufen. Danke, Smorf. Das ist doof. Oh, ja, da ist der Ornstein. Mit mach ihn fertig! Mit einer Dreier-Kombo. Vierer-Kombo? Okay. Ja, die rauben mir immer ein bisschen Leben. Und ich würde jetzt eigentlich wirklich gerne... Ja, jetzt kommt er. Charge Attack! Und ich bin zu früh ausgewichen und bin gestorben. Dam dam dam. Dam da da dam. Da 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 dam. Und jetzt bin ich nochmal... Jetzt muss ich schauen. Ich habe den Gegenstand, glaube ich, mit dem ich Leute beschwören könnte. Muss ich schauen. Den kann ich nicht ausrüsten, das stimmt. Hinterlässt ein Rufsymbol und kann man aber dann auch wieder rufen. Sollte vielleicht es wert sein. Aber da muss ich zuerst ein Konto machen. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und die Jenny hat wieder die letzten Worte. Levi kann immer noch nicht spielen. Unmöglich, ey. Ich hätte ihn schon längst gelegt. Recht. Also